ich habe Agrarwissenschaften studiert in Göttingen und bin jetzt seit 8 Jahren bei St. Hippolyt und mache eben dort die Vertriebsleitung in Nord- und Ostdeutschland. Wir sind ja ganz dicht an den Kunden. Das sind in der Regel dann Tierhalter, Pferdehalter. Die kommen oft mit Problemen zu Ihnen, weil das Pferd eben irgendwelche Symptome hat. Was sind denn so die typischen Dinge, die an Sie herangetragen werden? Also grundsätzlich kann man beobachten, dass sich da in den letzten Jahren ein bisschen was getan hat. Also die Probleme verändern sich. Oder wir können wohl eher sagen, wir bemerken bestimmte Probleme eher. Und womit wir uns im Moment viel beschäftigen, ist das Thema Magenproblematik. Das heißt, das Pferd hat Probleme mit dem Magen. Wo kommen die her? Also der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass man diesem Dauerfresserpferd nicht gerecht wird. Und dann schlägt sich das nieder in Haltungs- und auch Fütterungsproblemen. Das heißt, die Pferde haben zu lange Fresspausen. Und ein Pferd würde in der Natur nie länger als 4 bis 5 Stunden nicht fressen. Und wenn wir eben diese Fresspausen ihm auferzwingen, dann wird trotzdem kontinuierlich Magensäure produziert. Das ist ganz anders als bei uns. Wir produzieren nur dann Magensäure, wenn wir sie brauchen, nämlich wenn wir essen. Oder wenn wir an Essen denken, dann produzieren wir auch schon ein bisschen. Aber beim Pferd wird es kontinuierlich produziert. Und dann kann es zu Problemen kommen, wenn es eben über längeren Zeitraum nüchtern steht. Woran bemerkt man denn, dass das Pferd genau dieses Problem hat? Welche Symptome gibt es dann? Also die Symptome sind vielfältig und manchmal denkt man vielleicht gar nicht an ein Magenproblem und denkt eher, das Pferd hat einen Sattelzwang möglicherweise, dann reagiert es unwillig aufs Angurten oder auf das Satteln an sich oder aufs Aufsitzen oder die Pferde sind beim Reiten klemmig, widersetzlich und oft sieht man es auch am Typ. Also die Pferde sind in der Regel eher etwas zu schmal, sind schwerfutterig, man kriegt schwer Substanz drauf. Und neigen auch zu Koliken. Also das heißt nicht, dass die Pferde immer alle Symptome zeigen, aber oft kann man sich so ein Puzzle zusammensetzen. St. Hippolyt hat ein Produkt entwickelt, um genau das Problem zu lösen. Vielleicht beschreiben Sie uns das Produkt mal. Wie sieht die Lösung aus? Also ganz wichtig ist, dass wir erstmal eine geeignete Basisfütterung sicherstellen. Das heißt, wir müssen Getreide eliminieren. Also das Pferd muss wenigstens über den Regenerationszeitraum komplett getreidefrei ernährt werden. Basisfutter wäre dann ein getreidefreier Pellet. Das ist bei uns ein hypoallergenes Futter. Das ist ein ganz reduziertes Futter auf Luzernebasis, wo der Verdauungstrakt sich erholen kann. Und es ist quasi eine Schonkost für den Magen und auch den Darm. Und zusätzlich müssen wir dann dafür sorgen, dass die Magenschleimhautregeneration aktiviert wird. Und da behelfen wir uns mit ganz bestimmten Bausteinen. Das sind sogenannte Nukleotide. Die Nukleotide kennen wir aus der Humanernährung. Das sind Zellbausteine, das sind die Bausteine der DNA. Und mit Hilfe dieser Nukleotide können wir die Zellteilungsrate ankurbeln und damit dann einen schnelleren Regenerationsprozess unterstützen. Zusätzlich haben wir in diesem Zusatzfutter noch eine gecrackte Leinsaat. Das ist eine Leinsaat, eine goldgelbe, die angeritzt ist. Das heißt, die muss nicht gekocht werden, wenn die in Kontakt mit Flüssigkeit kommt, quillt die auf und diese Schleimstoffe können dann den Magen auskleiden und die Schleimhäute schützen. Und das in Kombination mit Probiotika hilft dann sowohl im Magen als auch im Darm. Wie lange muss man dann diese Kur, so hört sich ja an, als wäre es eine Kur, anwenden? Also wir empfehlen da schon einen Zeitraum von mindestens 8 Wochen zu füttern. Die Zeit sollte man dem Organismus schon geben, dass er sich regenerieren kann. Empfehlen Sie denn, dass man das einmal im Jahr wiederholt, so wie das manche Menschen machen, so ein bisschen Heilfasten oder? Nee, der Plan ist schon, dass die Pferde zur Abheilung gebracht werden, also dass das Problem danach erledigt ist. Das bedeutet natürlich auch, dass man sämtliche Randbedingungen auch beachtet. Also die Stressoren, die vorher auf das Pferd eingewirkt haben, sei es jetzt Haltungsproblem, Stress, Transport, Turnierteilnahme, was auch immer, die müssen vielleicht bei dem ein oder anderen Pferd überdacht werden, reduziert werden. Und die Fütterung sollte langfristig auch eher stärker reduziert erfolgen. Viele Reiter, die vielleicht ganz jung im Reitsport unterwegs sind oder als Hobby ein Pferd halten, haben ja nicht so die Kenntnis, wie man ein Pferd artgerecht ernährt. Welche Möglichkeiten des Wissens oder des Wissentransfers bietet denn St. Hippolyt solchen Menschen an? Also wir bieten
regelmäßig Futterseminare an. Das organisieren wir manchmal zusammen mit unserem Handel oder auch mit einem Reitverein, wie das eben gewünscht ist, wo wir dann neutral über Verdauungsprobleme reden können oder ganz spezielle Dinge, die da eben gewünscht werden. Also da, das sehen wir auch als unsere Aufgabe, dass wir wirklich das Wissen transferieren. Und wenn jemand diese Produkte haben möchte, über wen und über welchen Vertriebskanal kann man die erwerben? Über unseren Einzelhandel. Also wir haben ein recht dichtes Händlernetz deutschlandweit. Aber selbstverständlich kann man das auch über unseren Online-Shop beziehen. Die Möglichkeit besteht auch. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diese spannende Information. Und dann wollen wir hoffen, dass viele Menschen zuschauen, damit die Pferde keine Magenprobleme mehr haben in Zukunft. Ja, Dankeschön.